Herzlich willkommen zum 7. Februar, zum sogenannten ökumenischen Kirchentagssonntag. Ich habe euch heute etwas mitgebracht, was auf vielen Kirchentagen Standard ist und was mich immer total begeistert. Viele von Ihnen und euch, die beim Kirchentag dabei waren, schon mal kennen das. Die legendären Papphocker. In jeder Messehalle zu finden, damit immer ganz schnell hin und her gebaut werden kann. Papphocker immer wieder Platz finden und auf die Gegebenheiten anpassen. Das gehört zu jedem Kirchentag dazu. Deshalb gibt es meine Andacht heute auch auf diesem Kirchentags-Papphocker. Auf die Idee gekommen bin ich heute Morgen beim Zeitungslesen der Evangelischen Sonntagszeitung. Da ist es auch nochmal zu sehen. Pfadfinder, die Papphocker aufbauen. Leider wird das dieses Jahr nicht so sein. Dennoch werden wir einen gemeinsamen ökumenischen Kirchentag haben. Und zwar vom 13. Mai bis zum 16. Mai. Und das Thema heißt: Schaut hin. Heute möchte ich mit Ihnen und euch ein paar Gedanken teilen zu diesem 7. Februar, zum ökumenischen Kirchentagssonntag. Es ist die Erinnerung an eine ganz besonders schöne Jesusgeschichte, in der es eigentlich erstmal um den Mangel geht, aber in der spürbar wird, dass es gar nicht um Mangel geht, sondern dass aus dem Mangel etwas ganz Tolles, Neues erwachsen kann. Und ich möchte mit euch teilen, als sozusagen Mini-Predigt und Impuls, die Worte und Gedanken einer Kollegin zu der bekannten Geschichte aus Markus 6. Miriam Kölmer-Vogt hat einen ganz tollen Impuls geschrieben und den möchte ich heute einfach gerne weitergeben. Eine ganz tolle Überschrift: Lieber hoffen als zweifeln. Und jetzt leihe ich mir ihre Worte, damit Sie und ihr an diesem Sonntag einen hoffentlich stärkenden und schönen Impuls bekommt. Schaut nach. Jesus verwandelt einen Notstand in eine Heilserfahrung. Digital und dezentral ist der 3. ökumenische Kirchentag vom 13. bis 16. Mai ausgerichtet. Das Leitwort heißt: Schaut hin. Es fußt auf einer Begebenheit, von der die Bibel berichtet, und zwar in Markus 6, Vers 30 bis 44. Jesus hatte mal wieder den ganzen Tag damit verbracht, mit Menschen zu sprechen. Genauer gesagt, mit einer riesigen Menschenmasse. Von Tausenden ist da die Rede. Dicht gedrängt sitzen und stehen sie um ihn herum am Ufer des Sees Genezareth. Eigentlich hatte Jesus sich ein bisschen Ruhe erhofft. Aber die Not der Menschen berührt ihn. So nimmt er sich die Zeit, spricht zu ihnen Halt und ermutigt sie. Und als es dann Abend wird, sind alle hungrig, na klar. Die Jünger, der innere Kreis um Jesus, halten kurz Rat und treten dann auf ihren Meister zu. Jesus, es wird Zeit. Schick die Leute in die umliegenden Dörfer, damit sie sich etwas zu essen kaufen. Aber was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen? Ich stelle mir vor, wie Petrus, der Chefjünger, Jesus beiseite nimmt, ihn jovial den Arm um die Schulter legt und sagt: Mein lieber Jesus, wir, deine Jünger, die kein regelmäßiges Einkommen mehr haben, seit wir mit dir unterwegs sind, sollen also Brot kaufen? Für, sagen wir mal, 200 Silberstücke, also umgerechnet 7 Monatsgehälter. Warte mal. Ich guck mal, was ich da noch an Geld dabei habe. Das wird wohl auf keinen Fall reichen. Wie viel Essen habt ihr denn? Fragt Jesus in Vers 38. Seht doch mal nach. Er könnte auch sagen: Schaut hin. Petrus lacht, genau wie die anderen Jünger. Und dann sehen sie nach. Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd.
5 Brote und 2 Fische. Das ist alles. Wahrlich kein Festmahl. Gerade so die Grundnahrung von Menschen, die als Fischerfamilien am See leben. Für so viele Leute reicht es hinten und vorne nicht. Der Mangel liegt klar auf der Hand. Und was jetzt? Jesus diskutiert nicht. Er rechnet auch nicht. Er bohrt auch nicht weiter nach, ob da vielleicht doch noch mehr vorhanden ist. Bei seinen Jüngern oder bei den vielen anderen Menschen, die dort sitzen. Er nimmt, was da ist und dankt Gott dafür. Denn er lässt die vielen Leute in kleinen Gruppen Platz nehmen und bittet seine Jünger, das Essen zu verteilen. Jesus füttert nicht einfach ab. Er bittet als Gastgeber zu Tisch. Er verwandelt die ganze Atmosphäre weg von einem Notstand hin zu einer Heilserfahrung. Aus der unpersönlichen Menge werden Tischgemeinschaften. Keiner wird ausgeschlossen. Keine kommt zu kurz. Teilt aus, was da ist, an alle. Die Jünger halten von der ganzen Aktion nichts, tun aber trotzdem, worum Jesus sie bittet. Und dann passiert das Wunder. Die vielen tausend Menschen essen und werden satt. Am Ende bleibt sogar noch etwas übrig. Die Jünger sammeln die Reste ein. Mehr können wir manchmal nicht tun. Auf Gott hören. Das leben, was wir glauben. Das tun, worum wir gebeten sind. Der Hoffnung mehr Recht einräumen als dem Zweifel. Den Hunger wahrnehmen und gütig handeln. Die anonymen Menschenmengen, die uns oft nur in Form von Zahlen vor Augen treten, in Tischgemeinschaften verwandeln. Zurzeit hören und lesen wir in den Nachrichten täglich von Zahlen. Corona-Zahlen, Todeszahlen, Impfzahlen. Aber hinter jeder Zahl steht ein Mensch mit einer ganz eigenen Identität, einem persönlichen Schicksal, mit Fragen, Ängsten, Hoffnungen und Nöten in dieser Zeit der Pandemie. Und wie selten sind wir gefordert, uns bei aller Vereinzelung gemeinschaftlich zusammenzutun, zu teilen, was uns an Hoffnung und Hilfe gegeben ist, und entweder gemeinsam zu scheitern oder aber gemeinsam zu erleben, wie das Unmögliche geschieht und wir die Not tatsächlich überwinden. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Wenn wir also im Großen wie im Kleinen vor Herausforderungen stehen, die unsere Möglichkeiten übersteigen, dann sollten wir gemäß der Jesus-Taktik nachsehen, was da ist, dafür danken und es verteilen, auch wenn es wenig ist. Es ist ein Anfang. Für diese wundervollen Worte. Und das ist es, was wir euch aus Bärstadt senden, an diesem 7. Februar, am Sonntag der ökumenischen Kirchentagserinnerung für Mai. Lieber hoffen als zweifeln. In diesem Sonntag viel Segen zu Ihnen und euch in dieser besonderen Zeit. Lieber hoffen als zweifeln. Viel Spaß noch einmal beim Nachlesen dieser wundervollen Jesusgeschichte aus Markus 6, die Verse 30 bis 44. Und so segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, auf dass wir einander zu Engeln werden. Amen.